Ja, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Und diesmal Videolog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, wir haben heute das Thema Verliebtsein, schafft sich seine eigene Realität, mal nicht über toxische Beziehungen. stay tuned. Ja, ich würde sagen, die Selbstliebe-Challenge geht ja bald los. Ups, das muss ich auch mal ausmachen. Hab ja auch noch, ich weiß nicht genau, weil ich das Video hochlade, aber noch so ein Gewinnspiel, wo man eine gewinnen kann. Und nochmal kurz sagen, ja, ich muss meine Preise ein bisschen verändern ab nächsten Monat. Also nutzt es doch. Und ich mache wieder das Modul X auf, weil das wird auch in diesem. Das passt so zu dem Video. Ich dachte mir, ich mache es mal wieder 2 Wochen auf für die Leute, die schon ein bisschen länger an sich arbeiten und dann noch so einen Feinschliff haben wollen. Das mache ich jetzt auch nochmal 2 Wochen auf, dass da wieder neue Leute reinkommen. Ich habe ja so ein paar Kurse, wo ich immer nur so schubweise Leute reinnehme. Ja, genau, aber jetzt mal zur E-Mail. Ziemlich cool. Und auch so eine Frage stellen, es geht über einen Formular auf liebeship.de. So, eine Frage von Natruschka. Und sie schreibt: Hallo Christian, ich habe deinen Liebeship-Kurs absolviert. Vermute mal aus Modul 1 dann. Und dann viele Videos von dir angehört oder seit ich auf dich gestoßen bin vor ein paar Jahren. Herzlichen Dank. Deine Arbeit hat mir schon viel geholfen, mich aus einer ungesunden Beziehung zu lösen und alle meine Beziehungen besser verstehen zu lernen. Ich habe viel gelernt über die Notwendigkeit von Standards und wo ich mich eigentlich selbst befinde. Ah, gute Arbeit. Also von dir, super. Meine Frage ist zu meiner aktuellen Beziehung, Fernbeziehung, die ich seit ja, so einem halben Jahr mit einem liebevollen und verfügbaren Mann führe. Ist ein paar Jahre älter, wir sind zu Ende 40. Die erste Beziehung, in der ich mit meinem Partner offen eigentlich über alles, Gefühle zwischen uns, Sex bis Politik reden kann und in der ich eher der Minuspol bin und nun natürlich merke, wie meine Gefühle nicht so recht warm laufen. Ja, du bist jetzt an der berühmten 200-Tage-Grenze, da entscheidet sich halt viel. Und wenn man so an seiner Liebessucht gearbeitet hat, ist es völlig normal, dass man, sagen wir mal, in die Mitte rutscht, manchmal auch ein bisschen ins Minus rutscht oder dann auch vielleicht mal sieht oder vielleicht mal Partner datet, die selber so ein bisschen needy sind. Das ist ja der normale Prozess. Und ja, natürlich ganz allgemeine Themen hier, dass nach 6 Monaten, dazu aber gleich noch mehr, ist ja dann scheinbar die Verliebtheit so ein bisschen weg und ja, man kommt an die ganzen Themen und das ist natürlich keiner perfekt und ja. Gut, aber erstmal weiter im Text. Das ist mein Problem. Ich merke, wie ich Angst vor Langeweile in der Beziehung habe, wie mich die Wochenenden andererseits freuen, andererseits spüre ich, wie ich mich nach 2 bis 3 Tagen das ständige Zusammensein stresst, ich unruhig werde und es mich irgendwie fast erleichtert, wenn er wieder fährt. Gut, also man kann das jetzt unter verschiedenen Sachen beleuchten. Ich würde es gerne mal beleuchten, auch darunter, dass, ja, wenn man so einen Bewusstseinsweg geht und der Liebeship-Weg ist ein Bewusstseinsweg, das ist erstmal völlig normal ist, dass man, das ist auch der Sinn, einer der Sinn dieses Weges, dass man besser Zeit mit sich alleine verbringen kann, ne? Und auch das mehr genießt und es auch braucht. Also man braucht da nicht, vielleicht nicht nur Partner-Time, man braucht auch Me-Time und man braucht vielleicht auch weiß ich nicht, Universums-Time irgendwie. Aber dazu ein andermal mal mehr. Das ist normal. Das muss jetzt kein schlechtes Zeichen unbedingt sein. Weil, wenn man an sich gearbeitet hat, dann will man unter Umständen nicht mehr 24/7 immer jemand um sich haben, muss auch mal zur Ruhe kommen. Aber wie gesagt, da treten auch, also je besser die Beziehungen werden, umso genauer muss man auch hingucken, umso mehr sind auch so persönliche Vorlieben eine Sache. Vielleicht hast du eine Vorliebe auch, Zeit für dich zu verbringen.
Und dann, was ich ja immer wieder mantramäßig sage, jetzt kommt das Muli wieder, keine Beziehung kann dich absolut glücklich machen, ne? Das ist, wenn du dein Leben vorher nicht nice geil ist, ja, dann wird es auch nach der ersten Verliebtheitsphase, wird man auch in einer Beziehung denken. Mein Leben ist nicht nice geil, das ist so, ne? Und deswegen ist das so absolut wichtig. Also das ist nicht nur so ein Beiwerk, so mein Thema mit dem nice geilen Leben. Das ist ein absolut essentieller Kernpunkt meiner Arbeit. Also es ist nicht nur so ein Spruch, ne? Gut, oder das kann man ja auch mit dem Partner teilen, dann ist ein nice geiles Leben, ne? Okay, aber mal gucken wir mal weiter. Er vermisst meine Nähe, ich genieße die Verschnaufpausen. Ja, auch das, es bleibt nicht aus in unseren Beziehungen heutzutage. Wir drücken uns in die Pole, ne? Ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Jetzt gehst du in den Minuspol, du rückst ihn in den Pluspol oder er geht in den Pluspol und drückt dich in den Minuspol. Und das heißt, ja, es gibt weiter, wie in jeder Beziehung, weiter Themen anzugucken. Jetzt kannst du vielleicht du mal deine Mauerthemen angucken. Er kann seine Pluspol-Themen angucken. Ja, und also das ist ja keine toxische Beziehung jetzt hier und ihr könnt euch da auch gegenseitig helfen, ne? Gut. Ich habe noch nie mit einem Mann zusammengelebt und mir auch aus passiver Bindungsangst nicht verfügbare Partner ausgesucht. Nun sollte es anders werden und mein Freund ist auch anders, ernsthafter in seinen Absichten. Verfügbar, zeitlich wie emotional, loyal, beziehungsfähig, engagiert, mit ganzem Herzen bei uns. Erstmal ein Glückwunsch von mir. Good job. Okay, jetzt kommt das Aber wahrscheinlich. Aber die Beziehung schmeckt mir wie Lama-Salat ohne Dressing. Okay, das ist. Puh. Weil ich der aktiv, taktgebende, praktisch führende Part bin und er von allem begeistert ist, was ich vorschlage. Zum Beispiel. Mal als Beispiel hier Asia-Küche und ja, irgendwelche coolen anderen Veranstaltungen. Aber umgekehrt, ich mit seinen Vorschlägen wenig anfangen kann. Spätzle mit Soße. Okay. Ja, gut. Musical. Ja, Musicals können auch total cool sein. Also, was du hier eigentlich sagst, ist, wir sind hier nicht in unserer Polarität. Das ist jetzt mal wieder hier Thema. Also nicht unbedingt toxisch oder nicht toxisch, sondern. Ja, du bist zu sehr in der männlichen Polarität oder eher zu wenig in der weiblichen. Auch da drückt ihr euch gerade wieder rein, so, ne? Aber der wäre natürlich wirklich gut. Also, das ist wirklich scheiße, wenn die Frau die Beziehung führt. Nicht, dass sie das nicht darf, sage ich nochmal. Nur, es fühlt sich irgendwie. Also, wenn man nicht zufällig es mag, in einer jeweils anderen Polarität zu sein, fühlt sich das irgendwie nicht gut an, ne? Und der Mann ist zuständig für die Dates, also auch in einer Beziehung, in der Regel. So, wir haben einen ziemlich entgegengesetzten Hintergrund und nun ertappe ich mich häufiger beim Grübeln, ob es nicht doch an der Passung und auch etwas an der Polarität liegt. Ja, die Passung, ja, das ist beides, das ist ein bisschen Passung und ein bisschen Chemie bei euch jetzt gerade, ne? Oder einfach, dass es für ihn zu früh war, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Auch mit dem Abstand unserer Wohnorte habe ich meinen selbstgesetzten Standard unterlaufen, von wegen nie wieder Fernbeziehungen. Ja, ist erstmal gut, dass du das alles wahrnimmst, aber vielleicht, also Standards kann man ja auch überarbeiten und vielleicht ist für dich Fernbeziehung gar nicht so schlecht, ne? Kann ja auch sein, ne? Allerdings habe ich ihm von Anfang an gesagt, dass die Ferne nur mittelfristig für mich geht und ob er grundsätzlich sich vorstellen könnte, an meinem Wohnort umzuziehen. Ja, aber das willst du doch gar nicht. Ich sag zwar immer, eine Fernbeziehung sollte ein Ziel haben, aber jetzt für dich hier bist ja jetzt im Minus. Du willst es doch gar nicht, ne? Er bejahte und wir starteten in einen coolen Abenteuerurlaub, bei dem wir uns recht flott näher kamen. Zuvor hatten wir uns auf einem, ja, interessanten Körpertherapie-Seminar kennengelernt. Zu unserem Hintergrund: Passung. Ich bin zwar gebürtiges Landei. Lebe aber so im künstlerischen, urbanen Milieu, studiert, bla bla bla, internationale Erfahrung, selbstständig, Internet, emanzipiert. Ist witzig, wenn man so ein Minus ist, wie man dann selber ein bisschen
wenn ich das sagen darf, so ein bisschen snobby wird, ne? So abgefahren. Aber ich meine das jetzt ganz liebevoll, das ist wirklich, aber wenn du dich, wie du dich so beschreibst hier, laut Steffi Stahl eindeutig Vergnügungsministerin. Oder Tobi Beck würde jetzt sagen, ein Delfin. So, gesellig, selbstbewusst, klar, verfolge viele Interessen, fast jeden Abend bei Sport, Tanz, Vernissagen, großer Bekanntenkreis. Er ist fast das Gegenteil, ein ruhiger Job, ein Leben in Routinen, Sicherheit als oberste Priorität, ruhig, schüchtern. Er war viele Jahre glücklich verheiratet, in einem gleichförmig geregelten Leben, die jährlichen Pauschalfernreisen als Höhepunkt. Ja, also was mir jetzt einfach auffällt, aber ich sage das jetzt ganz wertfrei, ist, dass du das ein bisschen runterputzt, so, ne? Ich meine, das ist doch auch ein schönes Leben und ich vermute mal in deiner toxischen Beziehung, vermute mal, du hattest welche, hast du bestimmt genau danach gesehnt, ne? Und ja, und hast du das nicht genau das jetzt beim Universum bestellt eigentlich, ne? Genau so einen Menschen, da würde ich mal drüber nachdenken, ja. Vielleicht nenne ich das Video auch Bestellung beim Universum, keine Ahnung. Weil man beschwert sich immer so, ne? Was schickt das Universum mir? Und manchmal muss man echt mal überlegen, habe ich mir das vielleicht auch genauso bestellt? Und jetzt merke ich, was völlig normal ist. Ja, ich hätte jetzt gerne eine nicht-toxische Beziehung, aber doch ein bisschen spannender. Aber wir kommen nie an. Es ist alles gut. Es gibt nicht den einen Partner, so, ne? Weil unsere Wünsche ändern sich ständig und wenn wir Glück haben, wächst die Partnerschaft mit, so, ne? Gut, dann ging die Beziehung doch auseinander. Beim Partner erlebt Zeit seines Lebens am gleichen Wohnort. Kaum Bekannte, nur aus seinem Sportclub, keine Freunde außerhalb seiner Familie. Ja, man braucht ja auch nicht viel Freunde, ne? Also, du machst das hier vielleicht ein bisschen zu schlecht, ne? So, keine Kinder. Gut, dann gab es auch ein bisschen Probleme in der Ehe dann seiner. Ja, klar, sonst, ja, ist halt so. Gehe ich jetzt mal nicht so auf die Details ein. So, auf diesem Körpertherapie-Seminar haben wir uns dann kennengelernt. Er war dann ein Jahr aus der Beziehung raus. Ja, er blüht richtig auf mit mir und entdeckt die Welt wie neu, wie er selbst sagt. Also, gut, also ich meine, das ist erst halt ein Pluspol. Das sind halt, du siehst halt jetzt die Nachteile des Pluspols, dass er so ein bisschen an dir hängt und zieht irgendwie, ne? Und aber du hast diesen Partner angezogen. Jetzt kannst du halt überlegen, wie kriegen wir die Beziehung jetzt da in die Richtung, wo ich jetzt mir sie hinwünsche. Also jetzt hast du ja sozusagen eine neue Bestellung beim Universum. Oder du könntest natürlich wieder sagen, ich gucke weiter, aber wie wir jetzt, glaube ich, später noch feststellen werden, passt das ja gar nicht so schlecht bei euch so. Er ist in sich gegangen, bevor sie auf mich einließ. So viel zur Ausgangssituation, zur Chemie, die passt ganz gut zwischen uns. Jedoch habe ich viel mehr sexuelle Erfahrung, bin temperamentvoller, erfahrener, nicht so verklemmt. Moderne Aufklärungsbücher, bla bla, Frauenseminare. Meine persönliche Entwicklung habe ich immer bewusst reflektiert. Du klingst ein bisschen snobby. Ich bin ja mal ehrlich. Also, das ist schön, dass du das gemacht hast, aber es macht dich jetzt nicht, deswegen ist er nicht schlechter, so, ne? Also versuch da ein bisschen offener und offen, ja. Ich nicht sagen demütiger, aber ich weiß schon, was ich meine. Ne? Durch Burnout und verschiedene Krisen nach schmerzhaften Trennungen, Therapien und nicht zuletzt mir angelesenen psychologischen Wissen fühle ich mich der unreflektierten Art meines Freundes gegenüber bisweilen haushoch überlegen. Ja, das ist wieder, was ich eben meinte. Aber du hast ihn angezogen. Also irgendwie seid ihr ein Match. Also jetzt ist die Frage, was gilt es hier zu lernen, ne? Vielleicht, dass du siehst, dass jemand, der ein ganz anderes Leben geführt hat, vielleicht trotzdem dir was geben kann, ne? Wie bring ich ihm bei, was ich meine? Ja, indem du es exakt so sagst und ich hoffe, dass er dir dann genug entgegensetzt und sagt, ja, ich war
keinen Bock auf deinen Weg, ich gehe meinen Weg. Das wäre die richtige Antwort, ne? Oder vielleicht auch sagt, ja, da gehe ich mit, ihr habt ja auch offensichtlich gemeinsame Interessen, da gehe ich mit und da gehe ich mit, nicht mit, aber das ist normal in Beziehungen, ne? Dazu ein Beispiel aus der Zeit des Beziehungsanfangs. Ich hatte ihm das Data-Buch über den Weg des wahren Mannes geschenkt, mit der Widmung, wie wichtig das Buch für mich war und ich dieses Wissen mit ihm teilen möchte. Okay, wie fühlt sich ein Mann, der am Anfang der Beziehung, ich würde dieses Buch für dich ja echt auf den Tisch pfeffern, ey, wirklich. Du kriegst am Anfang der Beziehung ein Buch mit dem Titel Der Weg des wahren Mannes. Das Buch ist großartig, habe ich ja schon tausendmal empfohlen. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, du bist nicht männlich genug. Ich meine jetzt, wenn er dir nicht genug in der Polarität ist, dann kannst du das gerne sagen, aber da würde ich nicht so ein Buch auf den Tisch legen. So. Das ist echt. Aber das ist genau deswegen, das wird alles in diesem Modul X besprochen. Man denkt immer so, man ist. Oder ich weiß nicht, ob du das gedacht hast, aber viele denken immer nur Opfer und dies und das und dann arbeitet man sich und plötzlich wird die andere Seite in einem getriggert und die muss man auch genauso angucken, die eigene Seite. Ja, mein Gott, ich habe die auch, ne? Ja, ich arbeite auch ein bisschen dran. Ich kenne auch beides. Ich kenne Co-Abhängigkeit, ich kenne dieses bisschen snobby, überheblich, kenne ich auch total gut, ne? Obwohl ich bin natürlich in Wirklichkeit ein geiler Typ. Ja. Nein, nur Spaß. Das muss auch angeguckt werden, ne? Wo du, das ist Teil deines Minusanteils und den darfst du jetzt genauso angucken, ne? Und da ein bisschen weicher und wärmer werden, glaube ich, oder ihm auch Zeit lassen oder wenn du willst, musst du es nicht, ne? Und ich würde eher sagen, hey, ich finde es cooler, wenn du die Dates machst. Würde mir wünschen, dass du das hier in den ganzen Laden so ein bisschen anführst. Irgendwie so würde ich das machen und nichts mit so einem Buch irgendwie, ne? Gut. Er hätte kein Feedback von sich gegeben. Ja, das wundert mich nicht. Etwas hat mir schon damals zu denken gegeben, dass sein Lebensstil wieder eine neue Beziehung sei. Ja, wieso auch nicht? Er war ein Jahr alleine, spricht nichts dagegen. So. Der hat halt andere Lebensziele als du vielleicht, ne? Er liest Krimis und die Tageszeitung, da ist nichts falsch dran. Mit der Idee der Geschlechterpolarität kann er wenig anfangen. Er will auch keinen männlichen Freund, er hält wenig von Männerfreundschaften. Nochmal, du musst ihn nicht treffen, aber worauf ich jetzt gerne mal hinaus will in dieser Mail ist, dass du am Anfang ja sehr verliebt in ihn warst. Und wenn man verliebt ist, dann sucht man alle positiven Sachen. Und es ist nicht so, dass man verliebt ist und dann alle positiven Sachen sucht, sondern man sucht alle positiven Sachen und ist daraufhin verliebt. Darf ich mal drüber nachdenken, auch an die anderen Zuhörer. Und momentan suchst du alle negativen Sachen, was man im Minuspol gerne macht. Und was ist das Ergebnis? Du bist weniger verliebt. Aber willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Ja, und das Ganze, du Christian, merkst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte, fühlt sich sehr asymmetrisch an, nicht auf Augenhöhe an für mich. Gut, ich denke. Ja, habe ich jetzt schon genug thematisiert. Je länger wir zusammen sind, desto tiefer fühlt sich in mir der kulturelle Graben zwischen uns an. Gott, das ist mir beim ersten Mal der lesende E-Mail gar nicht so aufgefallen. Das ist echt. Also, du merkst es selber, glaube ich, ne? Sexuell nehme ich mich jetzt mehr zurück, will auch mal verführt werden, nicht immer die Fackel der Leidenschaft tragen müssen. Ja, das kann ich total verstehen. Er ist sehr zurückhaltend und das. Aber er ist so zurückhaltend, dass ohne meine Aktivität wenig bis gar nichts läuft. Er ist wirklich liebevoll, aber Feuer kommt nicht auf bei mir, außer ich entfache es selbst. Er genießt meine Dynamik, mein Feuer, aber manchmal muss ich ihn richtig aufwecken. Er wirkt zwischendurch wie erstarrt. Ja, also ich meine, ist die Frage, ob ihr nicht auf Augenhöhe seid oder ob du, was ja auch manchmal so ein Problem im Minus ist, ob du dich aktiv über ihn stellst. Ich meine, dass er es mitmacht, ist dann wiederum sein Thema, ne? Also euer Thema ist sicherlich die Polarität, aber ich meine, jede Beziehung hat ein Thema. Jetzt kannst du das wieder nutzen mit ihm und kannst da mit ihm dran arbeiten oder auch in dir. Du kannst ja auch mal gucken, ob du vielleicht auch Schwierigkeiten hast, mit ihm zumindest jetzt genug in die weibliche Polarität zu kommen, dass du ihn vielleicht auch lockst in die männliche, können wir ja auch so rumsehen. Aber ich kann verstehen, dass du dir das auch von ihm wünschst, dass er mehr in seine männliche kommt. Aber es gibt immer irgendwas zu arbeiten, ne? Und
Das ist das Problem im Minus ist halt irgendwie so diese Ambivalenz, ne? Dann denkt man, ja, ist ja nicht alles gut, aber was du jetzt machen könntest, ist mal wieder auf das Positive zu fokussieren, weil es gibt ja viel Positives in der Beziehung. Und mal gucken, ob das dann nicht wieder mehr wird, ne? Und du dich wieder verliebter fühlst. Das wäre jetzt ein aktiver Umgang mit deiner kleinen Bindungsangst, ne? Oder du kannst ihn wegschmeißen und ja, dich über ihn stellen und aber weiß nicht, ob du das wirklich willst, aber klar, sonst hättest du mir auch nicht geschrieben, wenn du, das ist auch gut, dass du das hinterfragst, ne? Meine anfänglich leichte und warme Begeisterung für ihn als aufmerksamen, gut aussehenden, sportlichen Gentleman, der Sex, Lust und Beziehung nicht trennen mag und kann. So warst du am Anfang mit ihm. Da müsst ihr wieder hin. Diese Leichtigkeit, ne? Dieses jemanden nicht so kritisieren, da müsst ihr wieder hin. Und das kannst du machen, indem du wieder aufs Positive fokussierst, ne? Schon sagst, was du da Grenzen setzt oder Wünsche äußerst, aber indem du ihn wieder Gründe suchst, ihn positiv zu sehen. Momentan suchst du Gründe, ihn negativ zu sehen. Ne? Hier kommt es deutlich rüber, was du am Anfang von ihm gedacht hast. Ist einer Skepsis gewichen, ob ich mir nicht wieder was vormache, nur um eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die auf Sand gebaut ist, weil mir zu wenig Entwicklung daran passiert und ein wichtiger Teil unerfüllt bei mir bleibt. Entwickel dich doch weiter und nimm ihn mit oder frag ihn, ob er mitkommt. So, ne? Weil, also ich sehe da eine große Kompatibilität bei euch und es ist, kein Partner ist perfekt. Ne? Sei offen fürs Unperfekte. Ne? Nun ändern kann und will ich ihn nicht, aber wirklich Sexappeal schreibt mein Freund immer weniger auf mich aus. Ja, und nur meine Frage, wie finde ich heraus, was los ist? Tatsächlich mangelnde Passung, spielt mir meine Bindungsangst wieder einen neuen Streich. Ich würde das jetzt noch nicht mal unbedingt Bindungsangst nennen, man kann es so nennen, aber das ist ein Prozess, der eigentlich in jeder Beziehung ein Stück weit passiert, dass wir, ist nicht so, dass die Verliebtheit einfach weggeht, sie geht auch weg, weil wir uns immer mehr fokussieren auf die negativen Sachen im Partner. Ne? Das ist vielleicht mal eine ganz andere, ungewohnte Denkweise. Also wenn wir weiter die kleinen negativen Sachen ignorieren würden und immer abfeiern würden, die positiven Seiten des Partners, würden wir länger verliebt bleiben, ich bin mir ganz sicher. Ja, darf ich lernen, nun als Frau bewundert zu werden, nachdem sich meine bisherigen Partner kaum für mich und mein Leben interessiert hatten? Ja, verdammt, ja, du hast genau sowas bestellt beim Universum. Vielleicht hast du den Teil mit der Polarität ausgelassen, aber das kannst du ja jetzt nachbestellen und die Bestellung, also das kann sich auch in dieser Beziehung jetzt entwickeln, ne? Laufe ich Gefahr, durch Überkritik die erste Beziehung seit langem zu verwerfen, die mich wirklich stabilisiert und seelisch freundschaftlich nährt? Ja! Ja! Mach mal Modul X. Ein Freund mit Commitment, der auch gern lang und fast täglich mit mir telefoniert, um diese Distanz zu überbrücken. Denn eins muss ich sagen, keine Red Flags bei ihm. So, wir haben keine Red Flags. Der Sex war gut. Ihr habt gleiche Interessen. Er ist committed. Ihr telefoniert gern. Du redest ihn dir gerade echt schlecht, wirklich. Auch nicht im gemeinsamen Sommerurlaub, der sehr harmonisch war, auch erotisch, uns ein gutes Stück näher gebracht hat. Allerdings unter meiner Führung. Ja, nothing is perfect. Lieber Christian, ich hoffe, meine ausführlichen Ausführungen geben dir ein Bild. Ich danke jedenfalls für deine Aufmerksamkeit und bin gespannt auf deine Antwort. PS, ich sehe seiner Ex etwas ähnlich und hatte. Ja, sehe etwas ähnlich, etwas spooky. Ja, gut, er wird auch sein Beuteschema haben. Aber es redet ihn nicht ein, dass die letzte Beziehung genauso solltest du nicht machen. Genauso läuft, also dass eure Beziehung jetzt vielleicht genauso läuft wie die letzte, die er hatte da. Es kann ja auch was Neues passieren. Aber gut, ich meine, wie gesagt, ich würde ihm Zeit geben. Ich würde mal aufs Positive fokussieren. Ach Gott, schon wieder viel zu lang hier. Und ja, natürlich mit ihm drüber reden, was du dir wünschst, und dann vielleicht ja in 3, 4, 5 Monaten nochmal gucken. Also es muss jetzt ja keine endgültige Entscheidung treffen, so, ne? Ob sich das, ob ihr da wieder ein bisschen in die Anfangseuphorie kommen könnt und das auch halten kann dann so. Oder ob sich
dann doch die Beziehung so reindrückt. Aber was ich einfach nochmal sagen möchte, ist, es sind auch unter Umständen wirklich diese negativen Glaubenssätze hier, ne? Weil du hast bestimmt so einen Glaubenssatz, Beziehungen funktionieren sowieso nicht. Und ich würde wirklich mal überlegen, das wollte ich ja auch mal in so einem vielleicht spirituellen oder wie man es nennen soll, Modul mal aufgreifen, dass du wirklich dran glauben musst, dass du längere gute Beziehungen führen kannst. Sonst erschaffst du dir das immer wieder neu, ne? Dass die Beziehungen irgendwie nach ein paar Monaten auseinandergehen. Also, da würde ich mal nach Glaubenssätzen schauen und da mal dran arbeiten. Zum Beispiel mit Kontergedanken, wie falls du Modul 2 hast. Ja, wie kannst du diese Glaubenssätze verändern, dass ja, ich kann lange Beziehungen haben, die können glücklich sein, weil sonst erschaffst du dir unter Umständen ja eine bessere Realität, aber immer noch nicht die, die du haben willst. Ja. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.